Eigentlich versorgt Toni Zeljak die Grenzregion mit mediterranen Spezialitäten. 16, sagtest du? Ja. 6. Mit seinem Verein Wir helfen, helfen sammelt er bereits seit Jahren für den guten Zweck. Doch in diesem Jahr stellt sich der gebürtige Kroate mit dem großen Herz einer besonderen Herausforderung. Ganze 1200 Kilometer in gerade mal 14 Tagen. Für Hospize in Niebel und Flensburg will Toni Schleswig-Holstein umrunden. Und vor diesem Kraftakt stand selbstverständlich eine knallharte Vorbereitung. Ja, ich habe letzte zwei Wochen ein bisschen mehr trainiert. Tatsache, so 3, 4, 5 Stunden am Tag. Und eigentlich seit Januar versuche ich mich ein bisschen mehr zu bewegen als sonst. Unterstützt wird Toni von seinem Freund Tobias Krieg, der den Läufer mit allen Nötigen versorgen wird. Im Begleitfahrzeug gibt es sogar einen Schlafplatz, doch Toni hofft hier auf Unterstützung für mehr Komfort. Das sieht nicht so sehr gemütlich aus und ich werde mich sehr freuen, wenn ich die Übernachtung im Hotel machen konnte. Das müssen wir sehen, ob das noch klappt, weil wir können nicht von Spenden was wegnehmen, sondern nur von Sponsorengeldern. 2009 fuhr Toni Zeljak bereits für den guten Zweck mit dem Fahrrad von Husum nach Kroatien und nahm nur ein Jahr später am Ostseemann-Triathlon teil. Ich bin über GPS verbunden mit unserem Homepage und da kann man sehen, wo ich gerade bin. Und da kann man auch gerne zukommen und mit mir zu gehen oder laufen, kriechen, was auch immer. Würde mich sehr freuen. Am 4. Juni startet Zeljaks Benefizlauf zusammen mit dem Flensburg-Marathon. Am 18. Juni dann soll sie auf dem Bredstedter Marktplatz enden.